fachärztliches Gutachten, ab wann wird das angeordnet? Das wird immer dann angeordnet, wenn die Führerscheinstelle nicht genau weiß, ob du dauerhaft konsumiert hast oder wie häufig du konsumiert hast. Das können die meistens dann so abschätzen anhand der Werte, die sie bei dir gefunden haben. Bezieht sich meistens auch nur auf Cannabis oder auch selten auf geringe Alkoholwerte. So, wenn du aber jetzt beispielsweise ein medizinisches oder fachärztliches Gutachten machen musst, weil du Cannabis-Patient bist, dann gibt es natürlich da einige Abgrenzungen. Also erstmal kannst du diese Untersuchungen bei jedem staatlich anerkannten Begutachtungsinstitut in ganz Deutschland antreten. Also beim TÜV, bei der DEKRA, bei der AWUS, bei der PIMA, also im Prinzip bei jedem Institut, wo du auch normal hingehen würdest für eine normale MPU. So, und dieses Gutachten, dieses fachärztliche oder medizinische Gutachten, das heißt immer von Gemeinde zu Gemeinde ein bisschen anders, das kannst du genauso bestehen oder auch genauso nicht bestehen, also auch durchfallen. Bei medizinischen oder fachärztlichen Gutachten ist ein negatives Gutachten ganz, ganz fatal, weil dann die Führerscheinstelle anhand des Gutachtens feststellt, okay, dass eine Person, da stimmt irgendwas nicht. Und dann ordnet die nach dieser kleineren MPU dann nochmal die große MPU auf. Und dann hast du im Prinzip ja doppelte Kosten, musst eine Abstinenz nachweisen, je nach Krasse oder je nach Härte, was du da verkackt hast bei der letzten Untersuchung, kann es sein, dass du ein ganzes Jahr sogar Abstinenz benötigst. Und damit machst du das Leben erstmal nicht einfacher. Und das ärztliche Gutachten musst du natürlich auch wissen, wie man das richtig besteht. Also das ist nicht einfach so, dass du da ein kurzes Gespräch hast. Dir werden gezielt Fragen gestellt, gerade wenn du Cannabis-Patient bist. Und diese Fragen musst du natürlich auch entsprechend beantworten. Und ein Arzt oder Ärzte, die dich vielleicht betreuen als Cannabis-Patient, werden dich darauf nicht richtig vorbereiten können. Deswegen solltest du dich darauf auch vorbereiten. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Erstmal der Zweck der ganzen Geschichte ist natürlich jetzt festzustellen, bei der ersten Variante, wenn du geringe Cannabiswerte hattest, wie sieht es wirklich bei dir aus? Bist du jetzt nur jemand, der es kurzzeitig gemacht hast oder wirklich auf lange Zeit schon konsumiert hast? Und das wird dann damit abgeklärt. Und wenn jetzt der Arzt dann sagt, okay, du hast jetzt hier nicht langfristig irgendwas konsumiert oder hast alle anderen Fragen auch gut beantwortet, dann schreibt dir ein positives Gutachten und dann ist die Sache durch. Dann gibst du das Gutachten bei der Führerscheinstelle ab und darfst den Führerschein dann auch behalten. Wenn du aber ein negatives Gutachten bekommst und das abgibst, dann kommt die MPU auf dich zu. Wenn du aber ein negatives Gutachten bekommst und das nicht abgibst, dann kommt auch die MPU auf dich zu, weil du die Maßnahme, die Anordnung zu den medizinischen Gutachten, dann nicht Folge geleistet bist und sich die Führerscheinstelle denkt, hey, wir haben gesagt, du musst jetzt das Gutachten machen, hier kam er bis zur Frist jetzt nichts rein, okay, mit dir stimmt irgendwas nicht, paff, MPU-Aufforderung. Anderes Beispiel ist wieder das typische Cannabis-Patienten-Beispiel. Wenn du im Vorhinein eine Auffälligkeit hattest, weil du illegal Cannabis konsumiert hast, danach Cannabis-Patient geworden bist, dann ist es in vielen Fällen so, dass die MPU-Anordnung dann widerrufen wird und dann ist es keine MPU-Anordnung mehr, sondern nur noch eine Anordnung zum fachärztlichen oder medizinischen Gutachten. So, aber das auch nur dann, wenn du wirklich nur mit Cannabis im Vorfeld aufgefallen bist. Wenn du im Vorfeld aber noch neben dem Cannabis auch mit chemischen Drogen wie Kokain oder Amphetamin aufgefallen bist oder mit Alkohol, dann würde die Führerscheinstelle trotzdem noch die MPU-Anordnung beibelassen und würde dich dahin schicken, auch wenn du Cannabis-Patient bist. Das muss man da schon differenzieren, also wirklich auseinanderhalten können. Es ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema, diese ganze Cannabis-Geschichte oder Patientengeschichte, ärztliches Gutachten, medizinisches Gutachten, medizinisch-psychologisches Gutachten. Deswegen solltest du dieses Thema auf gar keinen Fall blind antreten, weil du da wirklich sehr, sehr große Gefahr läufst, dass du das ganze Ding gegen die Wand fährst und du dann am Ende wahrscheinlich noch nicht mal kapiert hast, warum du jetzt ein negatives Gutachten bekommen hast oder warum die Führerscheinstelle deinen Führerschein eingezogen hat. Deswegen trag dich mal bei uns zu einem kostenlosen MPU-Beratungsgespräch ein. Wir haben in der Vergangenheit nachweislich sehr, sehr viele Menschen durch die MPU gebracht in verschiedensten Konfigurationen. Ob Kokain, Alkohol, Crack oder Ecstasy, Dinger, Pillen, alles war schon dabei gewesen. Und im Grunde musst du nur wissen, wie du dich richtig darauf vorbereitest, welche Dokumente du brauchst, wie du das psychologische und ärztliche Gespräch meisterst, was du da sagen sollst, was du nicht sagen solltest und auch wie der ganze Behördenablauf aussieht. Ebenso haben wir auch sehr viele Cannabis-Patienten und haben in der Vergangenheit auch viele Cannabis-Patienten betreut, die heute wieder Auto fahren und quasi die Medikation einnehmen und Auto fahren ohne Probleme, weil vorher sie dieses
dieses Gutachten bestanden haben. Und ja, selbst in einer, im Fall einer Polizeikontrolle kann es natürlich sein, dass die Polizisten wieder Blut abzapfen, weil sie denken, okay, wir haben hier einen Cannabis-Patienten, aber mehr wissen wir nicht. Aber sobald die im Labor dann ausgewertet haben, dass du nur Cannabis drin hattest, geht es natürlich wieder zur Führerscheinstelle. Da du beim Vorfeld dieses Gutachten positiv bestanden hast, würde die Führerscheinstelle jetzt feststellen, okay, wir haben hier den Kollegen, der ist aufgefallen wieder mit Cannabis, er ist aber Cannabis-Patient, das sehen wir hier in der Akte, und dann würde im Prinzip gar kein Schreiben mehr kommen von der Führerscheinstelle. Und das haben wir alle schon sehr, sehr erfolgreich in der Vergangenheit gemacht und werden noch viel erfolgreicher in der Zukunft damit agieren. Deswegen trage dich kurz ein, damit wir über deine Situation sprechen können. Auf www.sedura.de findest du ein kleines Eintrageformular. Da gibst du deinen Namen an, was bei dir passiert ist, wo du aktuell stehst, damit wir auch wissen, wo du einfach stehst. Und wir rufen dich dann an, klären alles Weitere und dann machen wir ein kostenloses 45-minütiges Online-Beratungsgespräch aus. Das funktioniert über FaceTime, das kannst du vom Laptop aus machen oder auch vom Computer. Und dann erklären wir dir genau, wie du deinen Führerschein wieder zurückbekommst, wie alle richtigen Abläufe jetzt aussehen, was beim psychologischen oder ärztlichen Gespräch der Fall ist, wie du vielleicht auch Cannabis-Patient werden kannst, wenn du noch keiner bist, aber einer werden möchtest. All das können wir dir detailliert beantworten mit Kontaktadressen, sodass du direkt zum Ziel kommst. Also kurz eintragen unter sedura.de. Ich freue mich darauf, dich persönlich bald kennenzulernen. Ich würde euch auf jeden Fall jeden empfehlen, der im Straßenverkehr auffällig geworden ist und wie gesagt, eine saubere, zielgerechte Vorbereitung hat.